mit denen man Läuferfedern brauen kann. Eine Angruft, Shishi. War ich noch nicht drin oder kann mich zumindest nicht dran erinnern. Aber ich denke, wenn uns sowas auf dem Weg begegnet, können wir auch mal reinlunzen. Reinlunzen, ja. Was? Achso. Das ist auch so eine extrem konservative Dino-Hose und der im Rock trägt. Mir ist das hier ein bisschen zu ruhig. Und da man nie wissen kann, werde ich mich durchschleichen. Seht ihr den da? Ich glaube, dass diese Höhle gehört tatsächlich zu einer Quest. Ich weiß nicht, ob du mir feindlich gesinnt bist. Da liegt das Problem. Wenn sie es ist, dann laufen wir. Ihr werdet unendlich wir laufen. Bleiben. Wir laufen! Dieser Kampf ist vorbei. Ja, ruhig. Lauf weg, lauf weg. Oh Gott! Wieso sieht sie mich? Raus hier. Ja, das war Shishi. Schöne. Wir haben es lange überlebt. Hey, wir leben ja immer noch. Und ihr seid ja auch so gemeine Viecher. Ich glaube, ich sollte meinen Bogen wirklich öfter benutzen und das werde ich jetzt auch aktiv tun. Bogen, wo bist du? Ich glaube auch, wir laufen hier gerade ein bisschen falsch. Wir sollten nicht so weit in den Süden laufen. Aber ich bin mir da nicht mehr ganz sicher. Das hatte ich direkt getötet. Wilder Guar. Das ist auch was Interessantes. Das ist jetzt ein wilder Guar. Wilder Guar. Normale Guars greifen eigentlich nicht an. Denn die sind mehr oder weniger gezähmt in dem Fall. Sonst wären sie ja wild. Und das führt uns im Kreis herum. Wie dem auch sei, ich glaube, ich bin sehr weit vom Weg abgekommen. Weit genug, um zu sagen, dass ich ein bisschen... Wisst ihr, ich würde da jetzt gern hoch. Das Viech da nervt mich. Warte mal. Kann ich dich treffen? Schaffe ich das? Aber was ist das denn jetzt gewesen? Ach so, mein Bogen war... Mein Bogen war gar nicht mehr da. Jetzt stirb doch. Gefestigte Langwaffe. Ich glaube, ich mache mir jetzt auch eine gefestigte Bogenfähigkeit. Für die, die sich fragen, warum ich so selten, auch wenn ich es jetzt tue, weil das hier keinen Zweck mehr hat, so selten zu meinem Feuerball oder anderen angreifenden Zaubern greife. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass ich Mana sparen muss. Allerdings bringt mir die Sparerei nichts, wenn ich nachher tot bin. Merkt es euch. Das ist eine wichtige Lebensweisheit. So. Woran soll ich jetzt fliehen? In die Höhle, wo ich von dem Redoran-Typen getötet werde? Dahin, wo er mich tötet? Helf mir, Skrip, helf mir! Und er tut's nicht. Welch Wunder. Man bemerke auch die grandiose, leicht aussetzende Kampfmusik gerade im Hintergrund. Der Soundtrack von Morrowind, ich finde ihn sowieso genial. Gottverdammte Ratte. Es sind entweder Ratten oder Klippenläufer. Wisst ihr, ich halte Klippenläufer eigentlich auch für nichts als fliegende Ratten. Mehr sind das nicht. Da ist schon wieder eine! Was ist das denn jetzt? Ach, das sind meine eigenen Schritte. Gut, jetzt weiß ich auch, wie sich die anhören. Aber sie kommen auch, wenn ich mich nicht bewege. Aber woher? Was greift mich da an? Hört ihr das nicht? Ja. Da, okay. Oh Gott, und... Ja, bitte! Bitte!
Seht her, ich bin der Nerevarine. Ich vereine ganz Wadenfell hinter mir. Auch wenn es nicht so gemacht wird, wie es eigentlich gedacht wäre. Was habe ich für Tränke? Wie unglaublich gerne ich einige dieser Tränke nun verwenden würde. Aber es ergibt keinen Sinn. Wir halten erstmal ein bisschen mehr aus. So. Moment. Handschuhe. Die sind sowieso viel besser. Dann holen wir uns mal kurz den Langbogen. Während ich mich heile. So, die beiden Räuber scheinen mir ja, es ist so ein typisches Bild. Zwei auf einmal. Und ich warte jetzt auf den dritten. Ich warte wirklich auf ihn. Ich zähle ab jetzt. Eins. Und das Blöde ist, du kannst diesen Viechern... Ja, eine nette Kuh. Die ist hier auch genau richtig platziert. Dazu später mehr, was das ist. Aber jetzt erstmal. Du kannst diesen Biestern nicht ausweichen. Ich bräuchte jetzt so eine super Hammer Mega Bum 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 Bam 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 Bang Gang Bang Waffe. Aber die habe ich nicht. Deshalb kann ich jetzt gerade erstmal auf meinen Ahnengeist vertrauen. Ob der mir helfen wird, ist eine andere Sache. Tut es natürlich nicht. Meine Zauber schlagen fehl, weil ich zu lange geflohen bin. Was versuche ich denn hier eigentlich noch? Nein! Gelenkfolter. Den letzten Schuss kann ich noch abgeben. Ich habe mich mit Gelenkfolter eingerieben. Nein, infiziert. Das heißt, dass ich jetzt krank bin. Fragt sich nur, was diese Krankheit macht. Das kann ich im Moment nicht nachschauen, denn der Klippenläufer ist mal wieder bei mich zu nerven. Oh Gott, er nervt mich aber sowas von. Tot, tot, tot. Hilfe, mein Mikrofon. Kurzpause. Leute, ich bin tot. Bin ich tot? Ich denke, das ist der Moment, in dem man einfach anerkennen sollte, dass es nichts mehr bringt. Und den Rückzug wagen sollte. Diese verdammten Klippenläufer. Wie sehr ich sie hasse. Ich hasse sie sowas von abgrundtief. O roter Berg, fege die Zelte der Klippenläufer hinfort. Zelte, weil sie wirklich Camper sind. Und was greift mich an? Was greift mich an? Was greift mich an? Lasst mich raten. Lasst mich raten. Lasst mich einen Moment raten. Es ist ein Klippenläufer. Habe ich recht? Habe ich recht? Ich muss sowieso nach Norden. Ja! Es sind zwei! Zwei! Dieselben von eben wahrscheinlich. Frank und Pidda. Und ihr könnt es... Rückzug, Rückzug. Es bringt nichts mehr. Es bringt nichts mehr. Es ergibt keinen Sinn. Ich will ausruhen. Und ich bin weg. Wo lande ich? Ich weiß es nicht. In Aldruhen, oder? Natürlich. So. Das war unser erster Versuch. Der ist nicht ganz so gelaufen, wie wir es uns vorgestellt hätten. Hanarei Masupilami, was weiß ich. Hast du ein Bett? Oh, oh, das ist nicht gut. Das ist... dann halt du. Ich muss diese Reise nochmal neu organisieren. Und wisst ihr, das ist etwas... Ach so, ja. Ich habe nicht geladen, ich habe mich zurückteleportiert. Das ist etwas, das mir in Morrowind gefällt. In Oblivion, Nachfolger von Morrowind, könntest du hingehen, hierauf klicken und du wärst da. Oder du könntest schnell...
und hört auf, mich zu belästigen. Ja, Redoran. Sache ist klar, dass du mich hasst. Du hast mehrere Gründe dafür.